Hallo, ich bin Isabel. Die meisten von euch kennen mich sicherlich. Ich erzähle euch heute ein bisschen was zum Thema Psychohygiene. Ich war die letzten Tage im Internet unterwegs und habe mir alle möglichen Artikel dazu durchgelesen und so ein bisschen die ganzen Sachen für euch zusammengefasst und hoffe euch noch ein paar interessante Aspekte und Tipps zu geben, wie ihr in diesen Zeiten mental gut durchkommt. Wie für viele von euch ist das sicherlich auch eure erste Pandemie, die ihr mitmacht. Das ist natürlich ein Ausnahmezustand, mit dem wir jetzt alle umgehen müssen. Die Maßnahmen, die dazu getroffen wurden von der Regierung, greifen tief in unsere Privatsphäre ein. Social Distancing, Isolation, das betrifft uns natürlich auf einer ganz persönlichen Ebene. Und für viele Menschen ist das nicht ganz unproblematisch, da diese Einschränkungen eben auch viele Ängste hervorrufen. Ich habe mal so ein bisschen die Auswirkungen hier. Nein, genau. Zuerst möchte ich wissen, wie es euch geht. Und zwar, welche Katze seid ihr gerade? Ihr könnt es einfach in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann mir die Regie dann irgendwann später mal eine Zusammenfassung geben. Also, wie fühlt ihr euch heute? Ich würde sagen, ich bin heute definitiv ja irgendwas zwischen 2 und 8, würde ich sagen. Um weiterzugehen, also. Die Auswirkungen dieser Krise, mal ein bisschen zusammengefasst in dieser Word Cloud, sind meistens negativ. Viele haben bereits einen Lagerkoller, sitzen zu Hause im Homeoffice seit Wochen oder mit der Familie, mit den Kindern auf engstem Raum. Viele fühlen sich vielleicht einsam, weil sie ihre Freunde nicht mehr sehen können, weil sie das Haus nicht mehr wirklich verlassen können. Viele haben natürlich auch Angst vor Ansteckung, vor Krankheit oder natürlich auch die Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren. Das sind alles Auswirkungen von Covid-19 und eben auch von den Regierungsmaßnahmen, unter denen wir jetzt gerade leben müssen. Das belastet natürlich viele Menschen. Und was passiert, wenn wir belastet und überfordert sind? Wir sind gestresst. Stress entsteht in erster Linie, wenn wir mit Situationen und Dingen konfrontiert sind, deren Bewältigung wir als eine große Herausforderung sehen, wir sozusagen überfordert sind mit der Situation. Und dann können einige Symptome auftreten, die wir bei uns spüren: Schlafstörungen, nervöse Unruhe. Ihr merkt vielleicht ein verändertes Essverhalten. Die einen sind gerade super auf Süßigkeiten und Fastfood. Man ist reizbarer vielleicht, Konzentrationsstörungen treten auf, vielleicht seid ihr auch aggressiver als sonst oder sehr wütend, depressive Verstimmung, sozialer Rückzug und ihr trinkt vielleicht mehr als sonst. Das sind natürlich alles Auswirkungen, die vielleicht der eine mehr, der andere weniger merkt. Stress ist natürlich immer ein Gesundheitsrisiko. Und dementsprechend solltet ihr euch gut kennen und gut in euch hineinhören, um zu erfahren, wie ist euer Stresslevel momentan, wo befindet ihr euch. Und heute geht es natürlich in erster Linie auch darum, was könnt ihr dagegen tun, gegen diese Auswirkungen. Was macht ihr, wenn ihr euch genauso fühlt? Und um mal ein bisschen den Bogen zum Positiven zu schlagen, habe ich hier so ein paar Auswirkungen, die die Krise gerade bringt, die eben auch positiv sind. Wir merken gerade eine große Welle von Solidarität, von Wertschätzung, Hilfsbereitschaft. Der Natur geht es viel besser, wie wir sehen. Neu-Delhi sieht endlich mal wieder einen blauen Himmel. Wir können uns auf
existenzielle Fragen besinnen, können uns mal fragen, was wollen wir eigentlich im Leben, wie sieht eigentlich unsere globale Situation aus, wie ist die Wirtschaftssituation, gerade weil die Wirtschaft ja auch gerade so zusammenbricht, ist es natürlich auch eine gute Zeit, einfach mal das System zu hinterfragen, wie stabil ist es. Der Zusammenhalt ist in einigen gesellschaftlichen Gruppen sehr groß, gerade eben auch über die Distanz, was ich sehr gut finde. Man wertschätzt jetzt endlich mal Berufsgruppen, die vorher vielleicht nicht so die Achtung bekommen haben und weiß, welche Berufsgruppen eigentlich systemrelevant sind. Und ich hoffe, dass sich nach der Krise vielleicht da auch was ändert, was Bezahlung und all diese Dinge anbelangt, dass man eben das nicht nur mit der Krise sozusagen verschwindet, sondern man auch ein paar Lehren für die Zukunft daraus ziehen kann. Also es ist nicht alles negativ. Jetzt möchte ich konkret zur Psychohygiene kommen. Was ist Psychohygiene? Psychohygiene beschäftigt sich mit der Praxis und der Theorie der Erhaltung der mentalen Gesundheit. Der Begriff ist schon etwas älter. Der wurde ursprünglich vom Psychiater Karl Robert Sommer ins Leben gerufen, so um 1901 circa. Wenn wir uns überlegen, 1901, was war da? Da war die erste industrielle Revolution, eine erste große Beschleunigungswelle, die durch die Gesellschaft ging. Wie haben die Menschen darauf reagiert? Richtig, mit Krankheit. Die Modekrankheit zu diesem Zeitraum war die sogenannte Neurasthenie. Ist, Fun Fact, heute noch in der ICD-10 unter F48 kodiert. Also man kann die Diagnose Neurasthenie auch heute noch bekommen. Und diese Krankheit ist eigentlich das Burnout des beginnenden 20. Jahrhunderts, kann man sagen. Und wir überleben heute eine ähnliche Zeit, auch eine Beschleunigungswelle der letzten Jahre. Die Menschen reagieren auch mit Burnout, Stress, vielleicht auch einer gewissen Nervosität. Das heißt, es gibt durchaus Parallelen zu dieser Zeit. Was hat der Karl Sommer oder Karl Robert Sommer herausgefunden? Dass äußere Einflüsse eben einen Eindruck auf das Individuum haben und deren psychische Gesundheit beeinflussen. Das hat er sozusagen das erste Mal wirklich richtig auch erforscht. Und er hat auch herausgefunden, dass man dagegen was tun kann und es Mittel und Wege gibt, die psychische Gesundheit wiederherzustellen. Ein Begriff, der häufig zusammen mit der Psychohygiene kommt, ist der Begriff der Resilienz. Was ist Resilienz? Resilienz, trotz Resilienz oder durch Resilienz trotzen wir quasi den Widrigkeiten des Lebens. Was passiert? Wir müssen Schicksalsschläge durchleben, individuelles Unglück, Verlust von geliebten Menschen. Das alles belastet unsere Gesundheit, unsere mentale Gesundheit. Und Resilienz, die in jedem Menschen, innewohnt, ist ein Schutzfaktor, der uns eben hilft, mit solchen Widrigkeiten umzugehen. Die Resilienz ist bei allen Menschen eigentlich unterschiedlich angesiedelt. Es gibt Schutzfaktoren und Risikofaktoren. Schutzfaktoren, auf die gehe ich gleich nochmal gesondert ein, können geistige Werte, Eigenschaften oder auch bestimmte Fähigkeiten sein. Risikofaktoren, die unsere individuelle Resilienz angreifen, sind unter anderem Isolation, Krankheit, negative Erlebnisse aller Art, wie zum Beispiel auch Gewalterfahrung, aber auch Existenzängste und Stress. Bei jedem Menschen, wie gesagt, ist die Resilienz anders gewichtet. Es gibt, ein Teil davon ist genetisch erworben und sicherlich auch angelernt. Aber das Gute daran ist, man hat herausgefunden, die Resilienzforschung, die auch noch nicht sehr alt ist, erst seit 20, 30 Jahren forscht man in dem Gebiet, hat herausgefunden, dass sie eben durchaus dynamisch ist, das heißt wandelbar. Wir können Resilienz erlernen oder weiter trainieren, dass wir sozusagen uns widerstandsfähiger gegen Schicksalsschläge oder die Widrigkeiten des Lebens machen können. Also wir haben eine Möglichkeit, das auszubauen.
So, ich gucke mal, ob ich hier noch was vergessen habe. Ach ja, interessant fand ich noch, dass den Begriff, dass Resilienz sozusagen das Immunsystem unserer Seele ist. Das fand ich ganz nett, um sich das zu merken. Das Gegenteil von Resilienz ist übrigens Vulnerabilität, also die Verletzlichkeit, die auch jeder hat. So, jetzt habe ich hier ein paar Schutzfaktoren. Das erhöht sozusagen die Resilienz. Ihr könnt ja mal schauen, wie viele von diesen Dingen ihr bei euch selber entdeckt. Also Resilienz oder resiliente Menschen übernehmen Selbstverantwortung. Sie denken eher lösungsorientiert, sind optimistisch veranlagt und haben Vertrauen in sich selbst und kennen ihre Fähigkeiten. Humor ist übrigens auch ein sehr wichtiges Element von Resilienz. Also mit Humor kann man einige Dinge besser ertragen. Netzwerkorientierung, das bedeutet, dass sich resiliente Menschen immer ein Netzwerk aufbauen, das sie unterstützt und dahingehend auch aktiv werden, sich ein gesundes Umfeld zu suchen, in dem sie sich ja, gut aufgehoben fühlen. Resiliente Menschen haben oft einen Lebenssinn. Also, wenn ich jetzt mal das Nietzsche-Zitat anbringen darf, wer ein Warum hat, dem ist kein Wie zu schwer. Wer von euch, Nico lacht. Wer von euch Viktor Frankl gelesen hat, kann ich sehr empfehlen. Resiliente Menschen haben Zukunftspläne und auch Visionen. Das passt natürlich auch zu dem Punkt davor. Also, wenn man weiß, wo man hin will im Leben und wenn man Pläne hat, dann lassen sich auch gewisse Täler besser durchschreiten. Und resiliente Menschen kennen ihre Grenzen und achten diese auch. So, jetzt fragt euch sicherlich, tja, und wie kann ich meine Resilienz jetzt fördern? Das könnt ihr machen, indem ihr eure Ressourcen kennt und euch auf eure Ressourcen besinnt. Was sind Ressourcen? Ressourcen sind innere und äußere Kraftquellen. Es gibt ungefähr, ja, es gibt so drei Kategorien, in denen man das unterteilt. Einmal die persönlichen Ressourcen, dazu gehört eigentlich alles, was so eure kognitiven Fähigkeiten, eure individuelle Lebenseinstellung, Lebensphilosophie, aber auch eure Kommunikationsfähigkeiten gehören zum Beispiel dazu. Dann gibt es die Kategorie der sozioökonomischen Ressourcen. Das sind so wie Bildung zum Beispiel oder auch eure materielle Situation. Dann soziale Ressourcen, das ist eure Familie, eure Freunde, Partner, Nachbarn, also quasi das stabile, sichere Umfeld, das ihr habt. Wenn ihr euch fragen wollt, was sind eigentlich meine Ressourcen, da könnt ihr euch diese Frage stellen, was oder wer hat mir in meinem bisherigen Leben in schwierigen Situationen geholfen oder auch bereits überwundene Krisen mal reflektieren, dann kommt ihr sicherlich darauf, was für Eigenschaften oder wer euch gut getan hat in Stresssituationen oder in Krisensituationen. Und das sind dann wahrscheinlich auch eure Ressourcen. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, wo ich hier bin. Gehen wir mal weiter. Ein wichtiger Aspekt der Psychohygiene ist die Gedankenhygiene. Was ist Gedankenhygiene? Gedankenhygiene, darunter verstehe ich persönlich, dass man eben sehr darauf achtet, was für einen inneren Monolog man eigentlich die ganze Zeit mit sich führt. Also Stress entsteht oft durch negative Bewertungen und irrationale Annahmen. Die Regie meint gerade, dass ich euch mal fragen kann, was für Ressourcen kennt ihr von euch? Und ihr könnt es einfach mal in den Chat schreiben. Vielleicht ist es ganz interessant, nachher mal zu sehen. Aber zurück zur Gedankenhygiene. Wie gesagt, Stress entsteht oft durch Gedanken. Das macht man sich gar nicht so bewusst. Man denkt, es gibt eine Situation A, einen Auslöser und dann gibt es eine Konsequenz. Das ist ein Gefühl, das ich bekomme. Oder ein Verhalten, das ich dann auswähle. Aber dazwischen ist eigentlich immer eine Bewertung oder ein Gedanke, auch ein Glaubenssatz. Und der hat sehr starken Einfluss darauf, wie ich reagiere, wie ich mich fühle und wie ich mich verhalte. Das sollte euch bewusst sein,
in diesen Zeiten ist es auch gut, mal den, also es ist eigentlich immer gut, den inneren Kritiker stumm zu schalten, aber jetzt besonders, denn der kann euch jetzt gerade nicht unbedingt helfen. Und wenn ihr wirklich das Problem habt und mal in so einen Grübelzwang geratet oder so eine Grübelschleife über die Situation, wie ist es jetzt gerade beruflich oder mit den Kindern oder irgendwas, und ihr da nicht mehr so richtig rauskommt aus irgendwelchen Grübelschleifen, dann gibt es die Möglichkeit, Gedankenstopp zu praktizieren. Gedankenstopp kommt aus der Therapie und das ist eigentlich ziemlich banal, aber auch beeindruckend wirksam. Wenn ihr merkt, dass ihr in so einer Schleife seid, einfach mal, entweder könnt ihr das euch vorstellen im Kopf, so ein riesiges Stoppschild, oder wirklich auch entweder laut selber sagen oder im Kopf, dass ihr wirklich Stopp sagt, dass ihr wirklich einmal damit so eine Unterbrechung setzt in eurer Schleife. Und in den meisten Fällen bringt das auch was. Also versucht es einfach mal, probiert es einfach mal aus. Aber wie gesagt, achtet besonders in diesen Zeiten auf euren inneren Dialog, denn je nachdem, wie der ausfällt, macht ihr es euch schwerer oder leichter. So, jetzt habe ich noch mal ein paar allgemeine Strategien für euch zusammengesammelt, die, ja, habe ich, also ich meine, mittlerweile, man sieht ja überall, gibt es Tipps zum Thema, wie geht man damit um, was soll man tun, was hilft. Und ich habe das einfach mal so ein bisschen für euch zusammengetragen, was ich da gefunden habe. Zuallererst ist es natürlich wichtig, die Situation zu akzeptieren. Einfach mal akzeptieren, so ist die Lage, das sind die Maßnahmen, und dann nicht irgendwie hinterfragen. Das ist der erste Schritt. Aber auch, dass ihr wisst, dass diese Lage irgendwann auch wieder vorbei sein wird. Wir werden jetzt nicht hier ewig in diesen Umständen leben müssen, sondern es wird auch irgendwann vorbei sein. Und macht euch das bitte auch klar. Dann ist es ganz wichtig, eine Tagesroutine festzulegen und auch einzuhalten. Also nicht den ganzen Tag im Schlafanzug herumrennen und zieht bitte eine Hose an, wenn ihr irgendwie zum Zoom-Meeting, wenn ihr euch zum Zoom-Meeting setzt. Diese Tagesroutine hilft euch einfach, eine Struktur zu bewahren, und Strukturen geben Sicherheit. Das ist immer gut. Dann den Medienkonsum dosieren, da habe ich nachher noch eine Folie zu. Soziale Kontakte auch über Distanz pflegen. Ich meine, das machen wir sicherlich alle schon. Mal wieder telefonieren mit den Freunden oder mit der Familie oder auch irgendwie über Videochat. Ich denke, das macht ihr alle bereits. Aber das kann man ja jetzt gerade auch über die Osterfeiertage noch mal ein bisschen ausbauen. Sich auf eigene Ressourcen besinnen. Genau, da müsst ihr euch natürlich erstmal auch auf die Suche nach euren Ressourcen begeben, aber das lohnt sich. Dann, was auch immer gerne genannt wird, Bewegung und Sport. Ja, Bewegung und Sport, das müsst ihr natürlich gucken, wie das funktioniert, je nachdem, ob ihr alleine bei euch irgendwie in eurer Wohnung seid und da irgendwie in Isolation gegangen seid. Aber irgendwas könnt ihr eigentlich immer machen. Und sei es Yoga oder irgendwelche Eigengewichtstrainingsrunden, dazu braucht ihr auch nicht irgendwie groß Material oder irgendwelche Geräte. Oder ihr könnt endlich mal wieder den Heimtrainer, den ihr seit Jahren schon als Wäscheständer benutzt, endlich mal wieder als Heimtrainer benutzen. Jetzt ist seine Zeit gekommen. Danach könnt ihr ihn ja wieder zum Wäscheständer machen. Sport geht natürlich auch noch im Maßen draußen. Also wenn ihr sowieso Jogger seid oder damit jetzt mal gerne anfangen würdet oder Fahrrad fahren, das geht in einem gewissen Rahmen, könnt ihr das natürlich nach wie vor machen. Unter Beachtung natürlich der Abstandsregeln und allem, ne? Also in einem super überfüllten Mauerpark oder so wäre das natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber wenn ihr irgendwie so wie ich am Rand von Berlin lebt, ist das durchaus möglich, das auch alle paar Tage zu machen. Ganz wichtig, auch Entspannung und Achtsamkeit. Da habe ich nachher auch noch mal ein paar Tipps für euch. Falls ihr noch keine Entspannungstechniken erlernt habt oder Achtsamkeitstechniken, wäre jetzt doch die Gelegenheit, das endlich mal zu machen. Ihr profitiert davon, ihr profitiert auch nach der Krise davon. Denn gegen Stress und irgendwelche anderen Widrigkeiten kann euch das immer irgendwie helfen. Dann sagen auch alle Ratgeber, ihr sollt auf die Ernährung achten. Also nicht die ganze Zeit Chips futtern und den Tag mit Eiscreme beginnen, obwohl ihr das durchaus mal machen könnt. Na klar, das ist auch Psychohygiene, sich mal was zu gönnen.
Aber guckt ein bisschen, was ihr esst. Also, dass ihr euch irgendwie gut ernährt, gut mit Vitalstoffen versorgt. Und jetzt habt ihr auch oft die Möglichkeit, weil ihr die Zeit habt, einfach mal wieder selber zu kochen. Mit der Familie zusammen, mit den Kindern zusammen oder auch alleine. Da kann man jetzt seine Kochskills auch mal so ein bisschen wieder ausbauen in der Krise und versucht es doch einfach mal. Ganz wichtig ist natürlich auch geistig aktiv bleiben. Geistig aktiv bleiben, das könnt ihr natürlich auf eure individuelle Art machen. Also nicht nur die eine Netflix-Serie nach der anderen bingen. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich eh schon alle Tiger King zu Ende geguckt. Von daher gibt es jetzt eh erstmal nichts, was man gucken kann. Ihr könnt zum Beispiel ein Instrument lernen oder vielleicht spielt ihr schon ein Instrument. Was lesen. Oder ich meine, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr macht, um euch geistig fit zu halten. So. Genau, wichtig dazu ist noch zu sagen, dass ihr jetzt nicht 50.000 verschiedene Projekte anfangt, ne? Also, dass man jetzt nicht denkt, okay, jetzt kann ich endlich mal alles nachholen, was ich die letzten 10 Jahre machen wollte. Jetzt ist der ausgegangen. Ups. Genau, also ihr solltet jetzt nicht in irgendeinem blinden Aktionismus verfallen, weil das überfordert euch am Ende nachher nur wieder. Aber macht irgendwas, lernt irgendwas Neues. Es muss ja nicht gleich Japanisch sein. Ganz wichtig und was Nico im Vorfeld ja auch schon besprochen hat, sich engagieren. Ihr habt natürlich jetzt viele Möglichkeiten, euch noch privat zu engagieren. Ich meine, in dem Rahmen hier, in dem wir uns befinden, wir engagieren uns ja alle schon bereits. Aber ihr könnt natürlich auch was für eure Nachbarn tun. Wenn ihr ältere Nachbarn habt, für die einkaufen, dann müssen die nicht jeden Tag raus und zum Supermarkt und sich der Gefahr aussetzen. Oder mit den Hunden der in Quarantäne lebenden Nachbarn spazieren gehen oder Masken nähen oder Verkehrsinseln bepflanzen. Was? Und den Livestream abonnieren, genau. So, weiter geht's. Genau, hier noch meine versprochene Folie zum Thema Medienkonsum reduzieren. Ganz wichtig, achtet bei der Auswahl eures Medienkonsums auf Qualität und Informationsgehalt. Habt Obacht vor Falschinformationen und ja, weniger ist bekanntlich mehr und auch mental gesünder. Denn Fakten schaffen sicherlich ein gewisses Sicherheitsgefühl und es ist auch wichtig, sich zu informieren. Aber ihr könnt eben, wenn ihr zu viel konsumiert, durch die Wiederholungen der Bilder, das kann euch auch schon ganz schön zusetzen, mehr als ihr das vielleicht im ersten Moment so merkt. Also achtet da ein bisschen drauf. Einmal Nachrichten am Tag gucken oder den Podcast von Herrn Dr. Drosten reicht auch. So, hier nochmal, wie vorhin von mir versprochen, ein paar Entspannungs- und Achtsamkeitstechniken. Eine der wirklich wirkungsvollsten Techniken, wie ich finde, ist die PMR, die progressive Muskelentspannung. Da gibt es zig Anleitungen im Internet, also wenn ihr das jetzt nicht versteht, wie ich das jetzt hier ganz schnell vereinfacht erkläre, könnt ihr euch da wirklich auch nochmal, es lohnt sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Denn wenn ihr die einmal gelernt habt, die kann euch immer wieder helfen, in Stresssituationen oder auch in Angstsituationen euch runterzubringen. Dazu spannt ihr jedes Körperteil abwechselnd 7 Sekunden lang an. Also ihr fangt bei der Hand oder beim Unterarm auf, ihr fangt damit an und dann geht ihr immer weiter. Schultern, Kopf, ihr macht dann auch das bekannte Zitronengesicht, das sieht so aus. Und die Oberschenkel, den Fuß, also alles wirklich mal nacheinander anspannen. Wichtig ist, dass ihr es dann danach doppelt so lange oder dreimal so lange entspannt und dann ein paar Runden durchmacht. Also vielleicht so ein bis 4 Runden, je nachdem, wie hoch die Erregung bei euch ist, werdet ihr merken, dass euch das ziemlich gut entspannt. Diese Technik benutzt man zum Beispiel auch in der Verhaltenstherapie zur Angstbewältigung. Also es ist wirklich eine gute Technik.
Dann, was ihr natürlich immer auch machen könnt, was auch ein bisschen ähnlich, finde ich, ist wie progressive Muskelentspannung, ist Yoga, weil es auch, ihr spannt was an, eure bestimmte Muskelgruppen, und dann entspannt ihr ganz bewusst. Das hat natürlich dann einen ähnlichen Effekt. Meditation, natürlich, klar, machen wir alle. Wer noch keine Meditation gemacht hat, es gibt eine ganz einfache Technik, dass man einfach seinen Atem beobachtet. Das habe ich da unten auch nochmal, einfach mal die Atmung wieder bewusst wahrnehmen. Wie tief atmet ihr ein? Wie ist eure Atmung? Eher flach, eher tief? Wie lange? Mal versuchen, so lange wie möglich einzuatmen, und mal versuchen, so lange wie möglich auszuatmen und dabei zu zählen. Und dass ihr länger ausatmet als einatmend, als einatmet. Genau. Das ist auch eine gute Technik, um wirklich auch Ruhe reinzubringen. Eine Methode, die ich gut finde, die eigentlich aus der Krisenintervention ist, wenn ihr mal wirklich unter hoher Spannung steht, aber auch, wenn ihr dies halt zum Achtsamkeit trainieren und euch ins Hier und Jetzt zurückzuholen, das ist die 5-4-3-2-1 Methode. Die ist wirklich ziemlich effektiv. Wie macht man die? Eigentlich ganz einfach. Man überlegt sich am Anfang 5 Dinge, die man sieht, die man so, keine Ahnung, die Blumen, Dirk, die Kaffeekanne. Wo war ich bei 3? Der ARD. Die Uhr. Oh, ist schon so spät. Und Rosalinde. Waren das jetzt 5? Ich habe nicht mitgezählt. Ist auch nicht so wichtig. 6. Dann macht ihr 5 Dinge, die ihr hört. Ja gut, das mache ich. Das Rauschen des Rechners. Und dann geht ihr noch 5 Dinge durch, die ihr spürt. Das können einfach die Füße auf eurem Boden sein, irgendwie die Kleidung in eurem Körper, der Wind im Gesicht. Und da, ihr werdet schon Dinge finden. Und dann geht ihr einfach Stück für Stück zurück. Dann macht ihr 4 Dinge, die ihr seht, 4 Dinge, die ihr hört, 4 Dinge, die ihr spürt. Und das müssen auch nicht immer dieselben Dinge sein. Das kann immer wieder was anderes sein. Und das fokussiert euch auf euren Körper, auf den Moment. Das ist sehr effektiv. Kann man auch super zum Einschlafen nehmen. Ich wette, ihr kommt nie bis 3 und seid schon vorher eingeschlafen. Dann gibt es noch den Bodyscan. Das ist eine andere Achtsamkeitsübung. Ähnlich wie Meditation. Ihr setzt euch irgendwo gemütlich hin oder legt euch hin, und dann geht ihr einfach mit eurer Wahrnehmung in wirklich jedes Körperteil. Also ihr geht in die Hand, in den Arm, Oberarm, Unterarm. Dann geht ihr in die Beine, in den Oberkörper. Ihr scannt sozusagen euren gesamten Körper einmal ab, indem ihr eure Wahrnehmung dahin schickt. Das muss auch nicht immer angenehm sein. Ja, sehr, sehr gut. Der Bodyscan muss nicht immer angenehm sein, weil je nach Tagesform fühlt ihr euch in dem einen Bereich vielleicht nicht so gut. Es kommen vielleicht Gedanken. Aber Sinn der Sache ist, dass ihr euch bewusst macht darüber, wie ist eigentlich gerade eure Situation. Wie fühlt ihr euch? Auch vielleicht, wie gestresst fühlt ihr euch? Das ist ein gutes Mittel. Ein gutes Mittel, um das herauszufinden. Atmung hatte ich ja schon erwähnt. Massage ist natürlich immer super, wenn ihr nicht gerade alleine in Isolation seid, so wie ich. Das geht ein bisschen schlecht. Außer ihr habt so eine Shiatsu-Matte oder so, dann könnt ihr euch natürlich darauf drauflegen. Aber wie gesagt, wenn ihr gerade zu zweit interniert seid, hätte ich es beinahe gesagt, wäre das auch mal wieder gut, vielleicht sich ein bisschen zu massieren, ist auf jeden Fall entlastend. Und Aufenthalte in der Natur, falls es möglich ist für euch. Ne? Also in Anbetracht der Lage ist es natürlich, sollen wir schön die meiste Zeit zu Hause bleiben. Aber in Anbetracht der Psychohygiene müssen wir uns auch mal erholen. Und wenn ihr einen Wald oder See oder Fluss irgendwie in der Nähe habt, könnt ihr da ja ruhig mal auch alleine spazieren gehen und ein bisschen Energie tanken. Das hilft auf jeden Fall. Und danach seid ihr auch wieder ein bisschen positiver gestimmt. Dann habe ich hier noch ein paar interessante Maßnahmen oder wichtige Maßnahmen im Umgang mit Kindern. Viele von euch sind ja auch mit Kindern in Isolation seit Wochen, die auch alle noch gehomeschoolt werden müssen, was ja auch noch eine ziemlich Belastung, naja, vielleicht auch für einen, ist sicherlich nicht für alle eine Belastung, aber
für die meisten, die es nicht gewohnt sind, ist es vielleicht auch erstmal anstrengend, das irgendwie zu strukturieren. Und was ist im Umgang mit Kindern wichtig und Jugendlichen? Da eben auch die gewohnten Tagesstrukturen beibehalten, Lern- und Freizeiten klar zu planen, dann aber auch mit den Kindern oder für die Kinder eben auch Einzelbeschäftigung, dass es gewisse Zeiten gibt, wo die Kinder sich wirklich alleine beschäftigen müssen, allein schon, damit die Erwachsenen auch mal ein bisschen durchatmen können in der Zeit. Genauso wichtig ist natürlich, gemeinsame Aktivitäten zu planen, Spieleabend zum Beispiel oder mal mit den Kindern rausgehen, Fahrrad fahren oder so, so wenn es sich ermöglicht. Bewegung, gesunde Ernährung ist natürlich auch für Kinder besonders wichtig. Bewegung kann man auch gut zu Hause machen. Es gibt zum Beispiel dieses ALBA-Sportprogramm, was für alle Altersstufen im Internet bei YouTube auch zu finden ist. Und das wird, glaube ich, sehr gut angenommen. Dann ganz wichtig, Rückzugsmöglichkeiten zulassen. Allein schon auch, um Konflikten aus dem Weg zu gehen oder besser aus dem Weg zu gehen, denn die werden definitiv auftreten in dieser Zeit. Als Erwachsener die positive Grundhaltung bewahren. Also auch wenn es gerade schwer ist und anstrengend, für die Kinder sollte man dann doch versuchen, irgendwie sich nicht zu sehr auch fallen zu lassen. Das heißt natürlich nicht, dass man seine Gefühle unterdrücken soll. Kinder merken das natürlich. Aber dass man eben versucht, optimistisch zu bleiben. Dann ist es eigentlich auch wichtig, auf große Erziehungsmaßnahmen oder Strafen zu verzichten. Das sollte man jetzt in der Zeit vielleicht auch lieber lassen. Und die Situation natürlich altersgerecht mit den Kindern besprechen. Und was ich auch gut fand, einen familiären Krisenstab zu bilden. Also nicht nur im Roten Kreuz einen Krisenstab, sondern auch in der Familie einen Krisenstab. Und zwar trifft man sich dann einmal am Tag quasi und bespricht, wie geht's euch gerade, wie geht's jedem Einzelnen, was geht denn durch den Kopf, wie fühlt ihr euch heute, um einfach sich mal darüber auszutauschen und auch mal so ein Stimmungsbild in der Familie zu haben. Das ist, glaube ich, auch entlastend für alle Beteiligten. So, Dichtestress, der sogenannte, räumliche Enge und fehlende Rückzugsmöglichkeiten können leider auch zu Aggression und Gewalt führen. Ich wollte da noch mal kurz darauf hinweisen, ich denke mal, die meisten von euch werden damit wahrscheinlich nicht so ein Problem haben, aber vielleicht merkt ihr das in eurem Umfeld, dass es da jetzt zunehmend in Woche 3 der Maßnahmen und des Zuhausebleibens doch bei vielen auch zu Eskalationen kommt und die Nerven ziemlich blank liegen bei einigen. Da ist natürlich wichtig zu wissen, was für Maßnahmen kann man gegen Gewalt ergreifen. Einmal, dass man erkennt, wann Gewalt passiert. Also Gewalt ist nicht nur physische Gewalt, sondern eben auch verbale oder psychische Gewalt. Wenn man merkt, dass man total auf 180 ist, hilft es auch zur Entlastung mit Freunden oder bekannten Familienmitgliedern auch mal zu telefonieren, um sich wieder so ein bisschen zu beruhigen. Ganz wichtig, egal wie wütend ich bin, die Gewalt bitte nicht ausleben. Am besten den Ärger ansprechen, bevor die Situation eskaliert. Und wenn es eskaliert, dann wirklich auch Hilfe suchen bei Freunden, aber auch bei Beratungsstellen. So, wir sind jetzt fast am Ende angelangt. Ihr habt es gleich geschafft. Ich habe noch einige Hilfsangebote für euch zusammengetragen, die ihr hoffentlich oder vielleicht noch nicht kennt. Das erste ist Verein der Freunde fürs Leben. Das ist ein Hilfsangebot für Menschen mit Depression und Suizidgedanken. Die haben auf ihrer Seite ganz, ganz viele Tools zusammengetragen. Apps zum Beispiel für Depressionen oder auch telemedizinische Hilfsangebote. Das ist wirklich sehr umfangreich und macht auch einen sehr guten Eindruck. Also wenn ihr euch, wenn es euch wirklich schlecht geht, sucht euch auf jeden Fall Hilfe. Dann noch die Big Hotline für Berlin, die ist bei häuslicher Gewalt. Dachte ich, vielleicht einfach mal wichtig zu wissen, ist immer eine gute Hotline, die man noch weitergeben kann. Dann den Bund Deutscher Psychologen, die haben nämlich auch eine Corona-Hotline jetzt eingerichtet. Und die ist besetzt von 8 bis 20 Uhr und da sitzen wirklich Psychologen, die euch beraten, wenn ihr wirklich auch Probleme mit der Situation habt, wenn ihr merkt, dass ihr nicht mehr alleine damit zurechtkommt, sitzen da wirklich auch Psychologen ehrenamtlich und können euch unterstützen. Dann habe ich noch was aufgeführt von belz.de, Belz ist ein Fachbuchverlag und da gab es ganz interessantes Material, eben auch so zum Homeschooling, aber eben auch so eine Art Box für alle Altersgruppen. Das ist irgendwie so im PDF-Format,
wo man eben seine Ressourcen aktivieren kann oder seine Ressourcen irgendwie entdecken kann. Und ganz interessante Materialien für Kinder, vielleicht interessant für den einen oder anderen, der irgendwie noch ein bisschen nach Beschäftigung sucht für seine Kinder, die irgendwie ein bisschen sinnvoll ist. Und die Berlin-Corona-Seite, wo ihr aktuelle Informationen bekommt. Und anlaufstellen-berlin.de, da findet ihr zu allen möglichen Sachen eure Anlaufstelle, eure Selbsthilfegruppe, also das wirklich alles nochmal zusammengefasst. So, jetzt sind wir am Ende angelangt. Bleibt mir nur noch zu sagen, kommt gut und gesund durch die Ostertage.